Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle, schön euch zu sehen. Wenn du heute hier zum ersten Mal da bist, dann sei ganz besonders herzlich willkommen. Und wenn du dich fragst, warum wir gerade heute dieses Thema haben, was wir gleich haben werden. Es geht einfach darum, dass wir als Gemeinde normalerweise durch Bücher predigen in der Bibel. Aber wir wollen, weil Gott, Ehen unglaublich wichtig sind, auch diesen Schwerpunkt immer wieder legen, um über Ehen und Familien zu sprechen und heute eben über Intimität und Freude. Wenn du deine Bibel da hast, dann schlag doch gerne mit mir Sprüche 5 auf. Sprüche 5, die Verse 15 bis 19. Sprüche 5, die Verse 15 bis 19. Das wird der Text sein, von dem aus wir heute uns mit den Fragen rund um Intimität und Freude beschäftigen wollen. Und ich möchte Gottes Wort einmal für uns lesen. Sprüche 5, 15 bis 19. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze, die Wasserbäche? Dir allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend, die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Das ist Gottes lebendiges Wort für heute Morgen. Möge er seine Wahrheit segnen an unseren Herzen. Da war ein kleiner Junge, der eines Tages zu seiner Mama kam. Und sie fragte, Mama, woher komme ich eigentlich? Und die Mama lief rot an und überlegte, okay, wie erkläre ich dem Jungen jetzt das? Und dann sagte sie, weißt du, kennst du diesen großen weißen Vogel mit einem langen Schnabel? Ja. Der kam eines Tages zu uns mit einem Säckchen und das Säckchen war groß genug, dass du da reinpasstest und seitdem bist du da. Okay. Am Nachmittag verbringt der kleine Junge Zeit bei seiner Oma und fragt sie, Oma, woher kommst du? Und woher kommen Mama und Papa? Oma ist auch ein bisschen peinlich berührt und sagt, ja, weißt du, Oma und Opa, die haben sich mal so richtig lieb gehabt, haben die Augen geschlossen. In dem Moment kam eine Sternschnuppe und zack, warst du da. Und Mama und Papa waren da und alle anderen auch. Am nächsten Tag in der Schule sitzt der kleine Junge relativ traurig an seinem Tisch und sein Freund sitzt neben ihm und sagt, was ist denn los? Boah, keine Ahnung, aber wir haben eine echt verwirrende Familiengeschichte. Warum fällt es uns so schwer, über Intimität und Sex zu sprechen? Hier ein paar Gründe. Wir haben beigebracht bekommen, nicht darüber zu sprechen. Und seitdem geistert in unserem Kopf die Überzeugung herum, dass es besser ist und vielleicht sogar christlicher und frommer, darüber zu schweigen. Ja, wir haben das Gefühl, dass Sex und Intimität etwas Schmutziges sind, worüber mit anderen und schon gar nicht im Gottesdienst redet. Wir sind zu der Überzeugung gekommen, dass Sex und Intimität Privatsache sind und finden es deshalb nicht gut, wenn andere und auch Gott uns etwas dazu sagen. Interessanterweise sind Christen und säkulare Menschen hier sehr ähnlich. Darüber hinaus unterschätzen wir, glaube ich, manchmal auch als Christen die Gefahr und Tragik von sexuellem Vergehen und was das mit uns machen kann. Und zuletzt, es könnte sein, dass du heute auch hier bist und mit dir Schuld und Scham herumträgst, weil du in dem Bereich versagt hast, weil Dinge passiert sind, die nicht passieren sollten und seitdem willst du einfach nicht mehr darüber reden, weil es jedes Mal eine Wunde aufreißt. Und was mir immer mehr auffällt, ist, dass auch Christen tatsächlich eine Art praktischen Atheismus leben, wenn es um Sex und Intimität geht. Wir laufen irgendwie durch die Welt mit dem Denken, Gott habe dazu gar nichts zu sagen. Das ist doch kein Thema, über das Gott redet. Wir tun so, als hätte die Bibel nichts dazu zu sagen. Wir haben irgendwie den Blick dafür verloren, wie wichtig Sex und Intimität für Gott sind und dass es wirklich eine christliche, unglaublich schöne und befreiende Art und Weise gibt, darüber nachzudenken und es zu leben. Und warum sollten wir deshalb heute auch darüber reden? A, Sex und Intimität sind etwas Gutes. Sex ist nichts Dreckiges, nichts Schmutziges, nichts, worüber man nicht redet. Warum? Es ist Gottes Erfindung und aus Gottes Herz und Hand kommt nichts Dreckiges.
Und wenn wir es als dreckig empfinden, dann deshalb, weil unsere Welt oder unser Herz daraus etwas Dreckiges gemacht hat. Aber es dreckig zu nennen, ist ein Angriff auf Gott. Zweitens, Sex und Intimität sind ein wunderschönes Geschenk Gottes an Ehepaare. Und eins ist sicher, Gott macht keine komischen Geschenke, für die man sich schämen muss. Ja? Jeder kennt solche Geschenke, wo man sich sagt, ja, danke dafür. So, was soll ich damit? Gott macht solche Geschenke nicht. Gott macht keine peinlichen Geschenke, keine hässlichen Geschenke, keine dreckigen Geschenke. Er macht schöne Geschenke. Das dritte ist, Sex ist etwas Heiliges. Es ist etwas, was beschützt und verteidigt werden muss um jeden Preis, weil es bei Sex eben nicht nur um zwei Körper geht, sondern um zwei Herzen, um zwei Seelen, die zusammenkommen. Und deshalb sollten wir uns unbedingt mit Gottes Idee beschäftigen, die befreiend und schön ist. Und das Letzte, und das ist leider auch wahr, Sex und Intimität sind etwas Verletzliches. Es gibt kaum einen Bereich, in dem wir als Menschen so viel an Wunden und Schmerz davontragen wie hier, weil es kaum einen Bereich gibt, wo wir uns als ganzen Menschen so nackt machen. Als ganzer Mensch. Und umso wichtiger ist es, dass wir von Gott lernen, wie Sex und Intimität nicht nur für Schmerz, sondern für mehr Freude sorgen können in unserer Ehe. Und deshalb lasst uns darüber reden, weil Gott nicht schweigt. Gott schweigt dazu nicht und deshalb wollen wir auch nicht schweigen, weil wir davon ausgehen, dass wir sein Licht und seine Wahrheit auch für diesen Bereich brauchen. Und wenn du mal in das Sprüchebuch reinschaust, dann wirst du merken, dass hier in den ersten 9 Kapiteln ein Vater mit seinem Sohn redet. Es ist eigentlich durchweg ein Monolog. Erinnert mich auch an meine Gespräche mit meinem Vater. Okay. Ja. Ja, immer wieder hören wir den Vater, der seinen Sohn auffordert, auf ihn zu hören. Wir merken, dass es diesem Vater vor allem darum geht, dass sein Sohn ein Leben führt mit Blick auf Gott und in Gottesfurcht und Weise. Dass er alle Bereiche seines Lebens vor Gott lebt und nicht getrennt von Gott. Und ganz schnell fällt auf, wie leidenschaftlich dieser Vater ist. Er ringt so richtig um das Herz seines Sohnes. Und den Höhepunkt finden wir in Sprüche 4, wo er dann sagt, mehr als alles andere, mein Sohn, behüte dein Herz. Und interessanterweise sagt er es genau vor dem Kapitel, wo es dann um Sexualität geht. Mehr als alles andere, mein Sohn, behüte dein Herz, denn daraus kommt das Leben. Und man merkt so richtig, dass es auch bei diesem Thema für den Vater und für Gott nicht einfach um Ratschläge geht, sondern es geht hier um Leben und Tod. Es geht hier um Leben und Tod. Zum Beispiel beschreibt der Vater an einer Stelle in Sprüche 7 einen Mann, der seiner Frau untreu wird und sich mit einer anderen Frau einlässt, mit folgenden Worten. Er folgt ihr kurz entschlossen, wie eine Kuh zur Schlachtung geht. Und wie ein Hirsch sich in der Schlinge verfängt und nicht merkt, dass es um sein Leben geht. Ja? Also warum ist es Gott so unglaublich wichtig, dass wir auch über dieses Thema sprechen? Weil es um dein und mein Leben geht. Und es geht um das Leben deiner und meiner Ehe. Das ist unglaublich wichtig. Und ich glaube, dass der Vater in diesem Text hier in Sprüche 5 zwei große Themen anschneidet. Und das sind auch meine beiden Punkte für heute Morgen. Heilige Exklusivität und heilige Ekstase. Heilige Exklusivität und heilige Ekstase. Das sind meine beiden Punkte für heute Morgen. Es beginnt eben mit der heiligen Exklusivität. Es ist nicht schwer zu übersehen, was der Vater gleich am Anfang sagen möchte, oder? Schaut mal in die ersten Verse rein, ab Vers 15. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt, sollen nach draußen verströmen deine Quellen, auf die Plätze, die Wasserbäche, dir allein sollen sie gehören. Ja, ganz typisch für die Weisheitsliteratur der Bibel gebraucht der Vater in unserem Text Bilder, um seinem Jungen etwas näher zu bringen. Er redet von Wasser, von Brunnen, von Zisternen, von Wasserbächen. Und in Sprüche 5 geht es ganz zentral darum, dass Gott uns vor Ehebruch, vor sexueller Sünde bewahren möchte und vor allem vor den Folgen davon. Er will uns klar machen, dass das Ausleben unserer Sexualität nur in den Rahmen der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau gehört. Dass niemand anderem meine romantischen Gefühle und mein Körper gehören dürfen. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal hier, dann sehr spannend, dass du das als erste Predigt hier in diesen Räumen hörst, aber
das möchte ich dir mal direkt mitgeben, ich will da auch sehr offen sein drüber. Wir als Christen stehen dazu und schämen uns auch dafür nicht, dass wir fest davon überzeugt sind, dass Sex und Intimität alleine im Kontext der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau erlebt und genossen werden sollen. Und dass jede sexuelle Handlung außerhalb oder vor der Ehe falsch, gefährlich und sündig ist. Ja, wir sind davon überzeugt, dass Gott Sex und körperliche Intimität exklusiv für die Ehe vorgesehen hat. Und dass das schon in 1. Mose 2, dem Text, den Ronja uns vorgelesen hat, deutlich wird, dass nämlich das körperliche Einswerden auf einen öffentlichen Bundesschluss folgt und nicht dem vorangeht. Und diese Exklusivität soll auch in der Ehe eben bewahrt und beschützt werden. Darum geht es in unserem Text. Ja, hier werden unterschiedliche Bilder gebraucht, um genau diesen Gedanken anzuwenden auf die Ehe. Was der Vater dem Sohn hier sagt, ist ganz einfach. Mein lieber Sohn, deine romantischen Gefühle und deine sexuelle Zuneigung soll niemand anderem gehören als deiner Frau. Deine Wasserbäche sollen nur in deinem Brunnen münden, nirgendwo anders. Das ist das Bild. Bedeutet, der Mann soll sein sexuelles Verlangen nirgendwo anders stillen als bei und mit seiner Frau. Die Frau soll ihre sexuellen Bedürfnisse nirgendwo anders stillen als bei und mit ihrem Mann. Das ist der Gedanke von Exklusivität, der auch im Hohelied mit diesen so tollen Worten zum Ausdruck gebracht wird, dort von einer Frau ausgesprochen. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Exklusivität. Und Paulus greift diesen Gedanken in 1. Korinther auf, ein Text, der damals so richtig wahrscheinlich wie so eine Dynamitstange war in Korinth, wo er gesagt hat, der Körper der Frau gehört dem Mann. Da hätten alle Männer im Raum gesagt, Amen. Und er sagt, ja, es geht aber weiter. Der Körper des Mannes gehört der Frau. Puh. Exklusivität. Weder mit Gefühlen, noch mit Gedanken, noch mit Blicken oder Taten soll ich meine sexuellen Bedürfnisse außerhalb meiner Ehe, außerhalb der Beziehung zu meiner Frau, zu meinem Ehepartner befriedigen. Mein Körper, und das bedeutet eben auch meine Sexualität, gehört exklusiv und allein dem Menschen, dem ich versprochen habe, bis zu meinem Lebensende treu zu sein. Wenn du verheiratet bist, hast du das Versprechen abgelegt, deinem Ehepartner in guten und schlechten Tagen treu zu sein. Du hast versprochen, deinem Ehepartner auf allen Ebenen deines Daseins treu zu sein, auch sexuell. Du hast versprochen, und jetzt greife ich das Bild aus unserem Text auf, du hast versprochen, aus keiner anderen Quelle zu trinken. Ob es sich dabei um Bilder auf deinem Laptop handelt, auf deinem Smartphone oder in deinem Kopf. Ob es sich um romantische Flirts nebenbei auf dem Arbeitsplatz, Vorstellungen oder Gefühle in deinem Herzen, deinem Kopf gegenüber einer anderen Frau, einem anderen Mann oder um tatsächlich sexuelle Handlungen mit einer anderen Person als deinem Ehepartner handelt. Trink Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Das ist eine Aufforderung, die uns daran erinnert, dass wir immer wieder diese Entscheidung treffen müssen. Die Entscheidung, unserem Ehepartner mit unseren Gefühlen, unseren Blicken, unseren Gedanken, unseren Emotionen treu zu sein. Die Entscheidung, meinen Körper und meine Sexualität niemand anderem zu schenken als diesem einen Menschen. Die Entscheidung, treu zu dem Bundesversprechen zu stehen, das ich einmal abgelegt habe vor Gott und Mensch. Ja, ich will mit Gottes Hilfe. Wisst ihr, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist aus der biblischen Sicht nicht einfach nur eine vertragliche Vereinbarung. Es ist eine Bundesbeziehung. Es ist eine Bundesbeziehung, in der sich zwei Menschen fest aneinander binden und sich vor Gott das Versprechen geben, sich zu lieben, zu tragen und sich treu zu sein. Und in dieser Bundesbeziehung spielen Sex und körperliche Intimität eine unglaublich wichtige Rolle. Und vielleicht wird das, was ich gleich sage, nicht sehr romantisch klingen, aber es ist unglaublich wichtig für dich und mich und für unsere Ehen. Sex ist nicht einfach das Zusammenkommen von zwei Körpern. Aus Gottes Sicht sind Sex und Intimität Bundeserneuerungszeremonien. Ja, ich weiß, klingt nicht sehr romantisch, aber ist unglaublich wichtig. Denn was bedeutet das? Dass Sex bedeutet, dass man als verheiratetes Paar bestätigt und feiert, dass man zusammengehört. Man feiert sein Ja, das man sich gegeben hat.
Oder wie Tim Keller es viel besser ausdrücken kann als ich, Sex ist die von Gott eingesetzte Weise, einander zu sagen, ich gehöre total, permanent und exklusiv zu dir. Das ist der Grund, warum Ehebruch, ob gedanklich, visuell oder körperlich, so furchtbar ist. Denn ich nehme hier das, was die Einheit mit meinem Ehepartner demonstrieren sollte, und missbrauche es für mich und gegen meinen Ehepartner. Ich mache aus dem Zeichen der Liebe und Hingabe, bei dem es um uns geht, um mich und meinen Ehepartner, ein Mittel der Lust, bei dem es um mich geht. Und dabei sollte Sex und Intimität, wenn ich sie mit meinem Ehepartner erlebe, jedes Mal mich daran erinnern, dass ich Ja gesagt habe und in diesen Momenten wieder Ja sage und das feiere. Und das ist übrigens auch der Grund. Das ist übrigens auch der Grund, warum Paulus in 1. Korinther 7, vielleicht hast du dich mal gefragt, warum Paulus das sagt, aber das ist der Grund, warum er so darauf besteht, dass Ehepaare regelmäßig miteinander schlafen sollen. Ja, dass Sex notwendig ist für eine gesunde Ehe. Warum? Weil es eben nicht nur darum geht, sich fortzupflanzen. Das gehört auch dazu, aber weil wir in diesen intimsten Momenten unserem Ehepartner mit allem, was wir sind, sagen, ich gehöre dir und dir allein, ich liebe dich und dich allein. Das bringt Sex zum Ausdruck in der Idee von Gott. Wunderschöne, heilige Exklusivität. Ich bringe damit zum Ausdruck, du bist der Mensch, dem ich gehöre. Es gibt niemanden neben dir. Was hat unsere Welt aus Sex gemacht? Wird mir gerade irgendwie so bewusst. Durch körperliche Intimität feiert ihr als Ehepaar den Bund, in dem ihr steht. Ihr feiert eure Einheit. Ihr erneuert das Versprechen, das ihr euch gegeben habt. Ihr sagt damit, weißt du, vor 15 Jahren, als ich Ja zu dir gesagt habe, ich sage jetzt wieder Ja zu dir. Ihr sagt wieder und wieder Ja zueinander und versichert damit einander, dass ihr wirklich ein Fleisch seid. Und wir alle wissen, dass diese heilige Exklusivität heftig angefochten ist und angegriffen wird. Nicht nur, weil wir in einer Kultur, in Zeit leben, die die Exklusivität nicht mag. Nein, die meisten Angriffe kommen von hier. Nicht von draußen. Die kommen von hier. Aus meinem Herzen. Und Jesus sagt nicht ohne Grund, dass ehebrecherische Gedanken und Impulse aus dem Herzen jedes Menschen kommen können. Um im Bild zu sein, unser Herz neigt dazu, aus anderen Quellen trinken zu wollen. Und ganz viel Unzufriedenheit, Frust, Schmerz im Bereich der Sexualität herrscht deshalb, weil Ehemänner und Ehefrauen angefangen haben, woanders zu trinken. Heißt, sie haben sich auf diesen Impuls eingelassen, ihre sexuellen Bedürfnisse irgendwo anders oder mit jemand anderen als ihrem Ehepartner zu stillen. Und das ist unglaublich gefährlich. Stell dir mal vor, du entscheidest dich irgendwann dazu, in deinem Wohnzimmer einen Kamin aufzustellen. Und was gehört zu jedem Kamin? Ein richtig schönes Feuer da drin. Und ich weiß nicht, ob ihr das mögt, aber ich liebe das. Ich liebe das vor allem im Winter, wenn das Feuer da drin brennt. Aber stellt euch mal vor, ihr sagt, okay, warum eigentlich nicht auf dem Sofa? Zack, Sofa angezündet. Brennt schön. Kommt drauf an, was für ein Stoff das ist, aber wird schön brennen. Und es wird unglaublich gefährlich werden. Feuer im Kontext eines Kamins, super, wärmend, tolle Atmosphäre, wunderschön. Feuer auf dem Sofa, unglaublich gefährlich und es wird dein Haus niederbrennen. Sex innerhalb des Kontextes, den Gott dafür bestimmt hat, ist schön, segnend, wärmend und im Bild des Textes gesprochen erfrischend. Aber sexuelle Befriedigung außerhalb dieses Kontextes ist gefährlich und zerstörerisch. Das wird in Sprüche 5 so deutlich, dass das Trinken aus einer fremden Quelle, wie gut sie auch für den Moment schmecken mag, tödlich ist für dich und für deine Ehe, in der du bist oder in der du irgendwann sein wirst. Und deshalb meine Frage jetzt an uns alle. Trinkst du gerade woanders?
und wenn es nur in deinem Kopf ist. Ist das vielleicht der Grund für eure Konflikte? Für nicht erfüllte Erwartungen, für Vergleiche, die dir durch deinen Kopf gehen, für deine Unzufriedenheit mit dem Körper deines Mannes und deiner Frau? Ich will dir unbedingt mitgeben, es geht hier wirklich um dein und mein Leben. Es geht um das Leben deiner Ehe. Trinkst du gerade woanders oder hast du woanders getrunken und hältst es für dich geheim, wird sich das maßgeblich auf dein Herz, deine Ehe und eure Intimität auswirken. Und deshalb ist heute vielleicht der richtige Zeitpunkt, um deinen Ehepartner an die Hand zu nehmen und sagen, ich habe da versagt, es tut mir leid. Ich habe woanders getrunken. Ich habe gegen dich gesündigt. Denn Jesus möchte für deine und meine Ehe Wunderschönes. Und hier ist etwas, was wir an unserem Denken vielleicht auch ändern müssen. Wir sind auch als Christen manchmal so geprägt von unserer Kultur, dass wir zumindest so fühlen können, dass dieses Exklusive einengend ist und nicht so toll. Und ich will dir heute sagen, diese heilige Exklusivität, die sich Gott für deine Ehe gedacht hat, ist nicht einfach nur moralisch richtig. Sie ist schön und sie ist besser. Das ist so wichtig. Und ich will dir das deutlich machen. Wisst ihr, die Sängerin Katy Perry hat in einem ihrer Lieder das Denken unserer Kultur über Sex ganz gut auf den Punkt gebracht. Da singt sie Folgendes. Ich kenne nicht mal deinen Namen, aber ist auch egal. Du bist für mich nicht mehr als ein experimentelles Spiel. Es ist einfach nur die menschliche Natur. Merkst du, wie anders Sex hier verstanden wird? Ein unpersönliches, triebgesteuertes, egoistisches Spiel, bei dem es um mich und meine Befriedigung geht. Während nach christlicher Sicht Ehepaare durch Sex zum Ausdruck bringen, dass sie einander gehören und damit ihre Einheit feiern, wird hier Sex zum Weg der Selbstverwirklichung. Beim Sex geht es um mich und mich allein. Und wenn ich Sex mit jemandem habe, dann für mich, um zu schauen, ob es sich für mich gut anfühlt. Und bitte sag mir heute, ob du Christ bist oder nicht, welches Verständnis von Sex und Intimität ist wirklich schöner? Sei mal ehrlich. Das, indem sich zwei Menschen damit sagen, dass sie sich exklusiv lieben und voll und ganz einander gehören, oder dieses Verständnis, indem ich für den anderen im schlimmsten Fall nur ein Experiment bin, ein Spiel, das irgendwann durch jemand anders ersetzt werden kann, der besser aussieht als ich oder besser ist als ich? Heilige Exklusivität ist nicht einengend. Sie ist schön. Und wenn wir die ganzen Bilder aus unserem Text zusammennehmen, sehen wir, sie ist erfrischend, segnend und belebend. Denn überleg mal, wenn wir das leben, was Gott hier sagt, dann sagen sich Ehepaare damit immer wieder, die sich einander schenken, ich liebe dich, mein Körper, aber vor allem mein Herz, meine ganze Seele gehört dir allein. Was ihre Einheit und Liebe mehr und mehr fördert und intensiviert. Und vielleicht bist du kein Christ und bist heute hier, aber ich würde mit dir eine Wette eingehen, dass diese Exklusivität das ist, wonach du dich auch sehnst. Jemanden zu haben an deiner Seite, der zu dir sagt, meine Gefühle, meine sexuellen Bedürfnisse, mein ganzes Verlangen gehört niemand anderen als nur dir allein. Ich werde dir treu sein, bis ich sterbe. Das ist nicht einfach nur romantisch. Das ist schön. Das ist schön. Ich wette, du sehnst dich danach, dass es jemanden gibt, der das zu dir sagt. Dass du sowas erlebst. Und ganz ehrlich, diese heilige Exklusivität ist die Grundlage für bedingungslose Annahme und Sicherheit, was für eine erfüllende Sexualität unfassbar wichtig ist. Aber ich weiß natürlich, dass auch heute Morgen wieder eine ganze Reihe an Singles da sind. Sorry, dass ihr heute mitgehen müsst. Obwohl, ich entschuldige mich nicht dafür, denn es ist gut, dass ihr euch auch damit beschäftigt. Aber ich möchte euch zwei Anwendungen mitgeben. Behüte mit aller Kraft dein Herz. Oh, behüte mit aller Kraft dein Herz. Fang nicht an zu trinken, solange du nicht am Tisch sitzt. Leb heilige Exklusivität zu Gottes Ehre und für die Ehe, die Gott dir vielleicht eines Tages schenken wird. Behüte dein Herz, deine Gedanken und deinen Körper. Und bitte, bitte glaub nicht der Lüge, dass du etwas verpasst, wenn du auf Sex und Intimität bis zur Ehe wartest oder dass du ohne sexuelle Erfahrung irgendwie nicht ganz bist.
Das, was dich ganz sein lässt, ist weder Sex noch ein anderer Mensch, sondern deine Identität in Christus. Und zweitens, und das ist mir ganz wichtig, Mädels und Jungs, schenkt eurem Körper niemanden, der nicht vorher bereit ist, vor Gott und Mensch mit seinem ganzen Herzen und Leben Ja zu euch zu sagen und zu versprechen, euch in guten und in schlechten Tagen treu zu sein. Und solltest du gerade jemanden daten, der deine Grenzen als Kind Gottes nicht akzeptiert, dann beende sofort diese Beziehung. Das meine ich wirklich ernst. Warum? Warum sollte jemand, der sich vor der Ehe wie selbstverständlich etwas nimmt, was ihm nicht gehört, in der Ehe damit aufhören? Gott will heilige Exklusivität für dich und mich. Und zwar nicht nur, um unsere Ehen und unsere Sexualität zu schützen, sondern auch, weil das die Grundlage für das Zweite ist, was wir in unserem Text jetzt finden. Und ich freue mich schon darauf, denn jetzt wird es sehr positiv. Heilige Exklusivität ist nämlich das Fundament für eine heilige Ekstase. Und das ist der zweite Punkt. Ja, wenn wir uns alles ansehen, was der Vater in diesen 9 Kapiteln im Sprüchebuch zu Sexualität zu sagen hat, fällt uns auf, dass es meistens eher warnend ist, also eher negativ. Und umso mehr strahlt hervor, was der Vater in unserem Text jetzt sagt, im zweiten Teil. Denn hier redet er sehr positiv darüber. Und er macht damit uns deutlich, dass Gott uns als Ehepaaren etwas wirklich Geniales geschenkt hat. Lies mal mit mir diese Verse, Vers 18 und 19. Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, das sind nicht die Komplimente, die du brauchst für deine Frau, ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit, in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Okay, ja, auch wenn die Wortwahl etwas befremdlich ist für uns, überhaupt fällt mir auf, dass die Frau, wenn wir das Hohelied uns anschauen zum Beispiel, total die Zähne ihres Mannes mag. Der muss unglaubliches Gebiss gehabt haben. Aber es ist nicht schwer zu erkennen, was hier der Punkt ist, oder? Das hier sprudelt so über vor Freude. Und das ist noch milde ausgedrückt, denn der Vater fordert seinen Sohn nicht einfach auf, sich an seiner Frau zu erfreuen. Er geht noch viel weiter. Er ermutigt ihn dazu, sich an der Schönheit seiner Frau zu berauschen. Und zwar so sehr, dass er ins Taumeln kommt. Irgendjemand? Amen. Das ist nicht einfach nur stilles Genießen, ja? Das hier ist richtige Ekstase. Gott gebraucht hier das Bild, überleg mal, Gott gebraucht hier das Bild eines vom Wein betrunken gewordenen Menschen, um das zu beschreiben, was Mann und Frau erleben dürfen. Und was sie erleben dürfen, ist ekstatische Freude. Und das ist total gegenkulturell in der damaligen Zeit gewesen. Denn damals hat man aus 2 Gründen vor allen Dingen geheiratet und miteinander geschlafen, um sich fortzupflanzen und um wirtschaftlich und gesellschaftlich voranzukommen. Aber wenn wir uns das hier jetzt anschauen und auch das, was im Hohelied steht, wird Freude zu einem großen Ziel von Ehe und Intimität. Gemeinsame Freude. Das war damals mehr als ungewöhnlich und ich bin mir sicher, dass viele Menschen auch heute ziemlich überrascht sein werden, wenn sie das über unseren Gott hören. Dass Gott, der Erfinder der Ehe, Ehepaaren Sex und Intimität geschenkt hat, um gemeinsam ekstatische, berauschende Freude zu erleben. Würdest du dich einmal ganz ehrlich und unvoreingenommen an die Bibel setzen, würdest du ganz schnell merken, Gott ist alles andere als Brüde. Gott hat Sex erfunden und seine Idee dafür ist ganz bestimmt nicht langweilig oder in irgendeiner Form eintönig. Dafür kannst du mal in den nächsten Wochen dir das Hohelied der Liebe vornehmen, wo eben dieser Salomo, der Vater in unserem Text, noch jung ist und uns einen Einblick gibt in seine Liebesbeziehung, in seine Ehe, ganz am Anfang. Und was wir da entdecken, ist ein junges Ehepaar, das sich mit den Augen mehr oder weniger verschlingt. Sich gegenseitig mit den heftigsten Komplimenten überbietet und den Körper des anderen anhimmelt und miteinander leidenschaftliche Intimität genießt und dabei Gott groß macht.
Und wie leidenschaftlich und romantisch es dazugeht, wird zum Beispiel an einer Stelle deutlich, wo man so richtig merkt, wie verliebt der junge Mann in seine Braut ist, in seine Frau, wie begeistert und geflasht er ist von dem Aussehen seiner Frau. In Hohelied 4 sagt er, ich liebe diesen Text, siehe, schön bist du, meine Freundin. Siehe, du bist so schön. Du hast mir das Herz geraubt, meine Braut. Du hast mir das Herz geraubt mit einem einzigen Blick aus deinen Augen. Das ist nicht Nicholas Sparks. Das ist die Bibel. Gott ist nicht gegen Freude. Ich weiß nicht, ob du das hören musst, aber Gott ist nicht gegen Freude. Gott ist das fröhlichste Wesen überhaupt. Und aus seiner Freude heraus hat er alles Leben geschaffen, was wir sehen. Und ob du es glaubst oder nicht, Gott hat diese Welt so unnötig schön geschaffen, um dich glücklich zu machen, damit du Freude erlebst und indem du dich daran freust, ihn groß machst. Und ihn liebst und preist. Und dieser atemberaubende Gott hat Ehepaaren ein atemberaubend schönes Geschenk gemacht. Er hat ihnen Sex und Intimität geschenkt, die dazu dienen, dass sie immer größeren Genuss aneinander und miteinander erleben. Ehemann und Ehefrau sollen sich an der Schönheit und dem Körper ihres Ehepartners berauschen. Und wenn dieser Gott, der aus Freude heraus Leben erschafft, es schenkt, dann kann manchmal aus der Freude, die Ehemann und Ehefrau erleben, neues Leben entstehen. Ist das genial? Ist das eine geniale Idee? Nein, Gott ist nicht gegen Freude. Er will echte, langfristige und immer tiefer gehende Freude für dich und deine Ehe. Freude aneinander, die ihr in eurer Intimität erleben sollt und die durch regelmäßige Intimität immer wieder erneuert und verstärkt wird. Du darfst und sollst ein Leben lang in der Liebe deines Ehepartners taumeln. Deshalb, Sex und Intimität sind für ein Ehepaar absolut notwendig. Ich habe es schon gesagt, aber ich will es nochmal betonen. Nicht nur, weil wir dadurch unsere Einheit feiern und erneuern, sondern weil dadurch unsere Freude aneinander intensiviert wird und wachgehalten wird. Und deshalb gibt es zwei ganz wichtige Worte in Vers 19. Ich weiß nicht, ob dir die aufgefallen sind. Berausche dich an der Schönheit deines Ehepartners jederzeit und immerfort. Das ist ein Gebot. Sex und Intimität sind unverzichtbar für eine gesunde Ehe. Das macht Paulus in 1. Korinther 7, den Text, den ich schon erwähnt habe, klar. Und auch hier wird es bestätigt. Wenn Sex und Intimität für dich jetzt gerade in deinem Kopf eine untergeordnete, nicht so wichtige Rolle für deine Ehe spielen, dann hast du auf gar keinen Fall Gott auf deiner Seite. Und ich weiß, dass man vielleicht, weil wir einfach in Stereotypen denken, okay, ja, das ist halt Paulus. Paulus ist ein Mann in 1. Korinther 7. Kein Wunder, dass so etwas von einem Mann kommt. Im Hohelied ist es vor allem die Frau, die die Initiative ergreift. Was auch sehr ungewöhnlich ist für den damaligen Kontext. Ja, und ich weiß, es gibt Zeiten, die herausfordernd sind und körperliche Intimität erschweren. Und trotzdem sollten Ehepaare alles dafür geben, um regelmäßig Zeit für Intimität zu haben. Und mit Regelmäßigkeit meine ich nicht im Sinne von einmal im Jahr zum Hochzeitstag. Unser Text vermittelt sehr klar diesen Gedanken, dass Sex keine glückliche Ausnahme im tristen Alltag ist, sondern eine wunderschöne Regelmäßigkeit, die fest zum Leben als Ehepaar dazugehört. Das ist Gottes Idee. Sex und Intimität als Quelle von Freude und Segen für deine Ehe, aus der ihr gemeinsam trinken dürft und die ihr gemeinsam genießen sollt, solange ihr euch habt. Und ich weiß, und wir alle wissen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Und das bedeutet, dass wir in einer Welt leben, die auch auf sexueller Ebene gebrochen ist. Und das wiederum heißt, dass du heute hier sein kannst und dich mit dem, was ich gerade gesagt habe und was wir hier lesen, überhaupt nicht identifizieren kannst. In 1. Mose 2, da hatten wir diese wunderschöne Einheit zwischen Mann und Frau gesehen. Adam und Eva waren ein Fleisch geworden. Da war keine Angst, kein Schmerz, keine sündigen Vergleiche, keine Scham. Sie waren nackt und schämten sich nicht. Wunderschöne Harmonie.
Und das hat sich in 1. Mose 3 geändert. Seitdem herrschen Scham, Verletzlichkeit, Angst, überfordernde Gedanken und Egoismus, leider auch im Bereich der Sexualität. Und vielleicht empfindest du jetzt gerade Sex und Intimität eben nicht als Quelle von Segen und Glück, sondern als Quelle von Druck und Enttäuschung. Vielleicht erlebt ihr auch als Ehepaar hier einfach nur noch Frust und eben nicht Freude, weil ihr euch unverstanden, ungesehen und vielleicht sogar ungeliebt und ungewollt fühlt von eurem Ehepartner, weil ihr enttäuscht voreinander seid. Vielleicht hat euch euer Ehepartner sogar betrogen und euch etwas geraubt. Und gerade euch will ich heute sagen, lasst euch nicht vom Feind und von eurem Frust und eurer Enttäuschung gefangen nehmen. Das ist unglaublich gefährlich, weil sich dadurch die Tür für noch mehr Untreue schneller öffnet. Gebt euch und eure Ehe, eure Intimität nicht auf. Fangt an, gemeinsam dafür zu kämpfen, für Freude. Und wie kann das aussehen? Indem wir Grundlegendes über ein erfüllendes und freudebringendes Sexleben in der Ehe verstehen und auf unsere Ehe anwenden. Und hier sind ein paar Dinge, wie ihr ab heute für mehr Freude kämpfen könnt. Das erste ist, bereit? Mach die Freude deines Ehepartners zu deiner Freude. Ach Rudi, warum so theologisch? Die ekstatische Freude, die in diesem Text ist, ist keine egoistische Freude. Ja, der junge Mann erlebt hier tatsächlich auch Freude. Aber hier ist eine Wahrheit, die du unbedingt mitnehmen musst in dein Schlafzimmer. Der Weg zu mehr Freude besteht nicht darin, vor allem an mich zu denken und daran, was ich davon habe, sondern das Glück meines Ehepartners zu meinem großen Ziel zu machen. Was dazu führt, dass ich noch mehr Freude erlebe übrigens. Und ob du es glaubst oder nicht, um diese Haltung in dein Herz zu bekommen, brauchst du das Evangelium. Du brauchst das Evangelium. Und vielleicht schockt es dich, aber das Evangelium hat eine ganze Menge zu erfüllender Sexualität zu sagen. Denn das Evangelium befreit mich von egoistischer Lustbefriedigung und öffnet mich dafür, das Wohl und die Freude meines Ehepartners höher zu achten als meins. Das Evangelium macht mein Herz dazu bereit, nicht zuerst an mich zu denken, sondern an meinen Ehepartner. Auch in diesem Bereich meinem Ehepartner zu dienen und sie oder ihn glücklich zu machen. Sex ist aus Gottes Sicht nicht das Mittel, um etwas zu nehmen, sondern um etwas zu schenken. Um etwas zu geben. Ein Verständnis von Sex, das vom Evangelium herkommt, fragt nie, was habe ich davon? Wie kriege ich, was ich will? Sondern, was kann ich tun, damit du glücklicher wirst? Übrigens, das Evangelium bewahrt uns auch in diesem Bereich vor Leistungsdruck. Was ein Killer ist für eine erfüllende Sexualität. Es bewahrt uns vor Leistungsdruck, denn dort, wo ich mich absolut geliebt und angenommen weiß, muss ich nicht leisten, nicht performen oder irgendein Schönheitsideal erfüllen, um gewollt zu sein. Also mach die Freude deines Ehepartners zu deiner Freude. Das Zweite, geh niemals nur von dir aus. Erfüllende Sexualität ist niemals einseitig, sondern immer beidseitig. Es geht darum, dass sich Mann und Frau bereitwillig und gern aneinander verschenken. Und nur wenn diese Beidseitigkeit besteht, kann Freude erlebt werden, wie wir sie hier sehen. Druck und Manipulation sind niemals richtig und niemals der Weg zu Freude, sondern immer zu Verletzung. Sex, wie Gott ihn erfunden hat, ist sanft, zärtlich, einfühlsam, liebevoll und dienend. Niemals einfordernd und auf gar keinen Fall dominierend. Das Dritte hängt damit zusammen, sei sensibel. Sei sensibel, sowohl für die Ängste und Sorgen, aber auch für die Erwartungen und Wünsche deines Ehepartners. Petrus sagt an einer Stelle zu den Männern, hey, seid weise, wenn ihr mit euren Frauen zusammenlebt. Seid weise. Und das bedeutet auch, dass wir das körperliche, emotionale und seelische Befinden unseres Ehepartners im Blick behalten. Eine offene und ehrliche Kommunikation ist so grundlegend für diesen Bereich, sowohl über das, was mir Angst macht, als auch über das, was ich mir erhoffe und wünsche. Sei für beides sensibel. Denn wenn du nicht dein Herz für deinen, wenn du dein Herz nicht für deinen Ehepartner öffnest, verschließt du der Freude die Tür. Das Vierte, denk niemals rein körperlich. Sex, wie Gott sich ihn gedacht hat, ist niemals etwas rein körperliches.
sondern bezieht sich auf die gesamte Person. Beim Sex vereinen wir uns nicht nur körperlich, sondern auch emotional und seelisch mit einem anderen Menschen. Und das ist so wichtig, weil es uns darauf vorbereitet, dass erfüllender Sex nicht nur etwas ist, was wir körperlich können müssen, sondern wofür wir emotional und seelisch bereit sein müssen. Sorge dafür, dass sich dein Ehepartner emotional und seelisch wohl, sicher, verstanden und angenommen fühlt. Und Freude ist möglich. Das fünfte, bekenne Versagen. Unbekannte Sünde ist der Freudenkiller Nummer 1. Und natürlich meine ich damit vor allem sexuelle Sünde, die wir vor unserem Ehepartner geheim halten oder verstecken. Unbekannte sexuelle Sünde ist wie eine Wunde, die du mit dir herumträgst und die sich negativ und schlimm auf deine Ehe auswirken wird. Aber auch generell, räum das aus, was an Sünde und Schuld zwischen dir und deinem Partner steht. Sünde tötet Freude. Und das Letzte, und vielleicht kommt dir das auch komisch vor, was ich jetzt sage, aber warum fängst du nicht an, ab heute mal dafür zu beten? Bete doch mal für Freude. Hast du gemerkt, was hier der Vater zu seinem Sohn sagt in Vers 18? Deine Quelle sei gesegnet. Das ist ein Gebet. Das ist ein Gebet. Warum eigentlich nicht zu Gott gehen und ihn bitten, dass er euch als Ehepaar in eurer Intimität ganz neue Freude erleben lässt? Warum nicht? Gott hat damit kein Problem. Er hat das erschaffen. Ja? Betet doch dafür. Lasst euch eure Freude nicht rauben, kämpft dafür und wo ihr nicht weiterkommt, holt euch Hilfe. Ich bin am Ende meiner Predigt und ich habe keine Ahnung, was diese Predigt, vielleicht auch die gesamte Predigtreihe mit dir gemacht hat, mit euch gemacht hat. Und ich habe vorhin davon gesprochen, dass wir in einer Welt leben, die gebrochen ist und auch sexuell gebrochen ist. Und vielleicht ist dir während der Predigt, vielleicht vor allem in Punkt 1, bewusst geworden, dass da Schuld und Scham in deinem Leben sind, in deinem Herzen, weil du gemerkt hast, dass du woanders getrunken hast, wo du nicht hättest trinken sollen. Dass du deinen Ehepartner damit verletzt hast. Dass deine versteckte Sünde der Grund dafür ist, dass ihr keine Freude erlebt. Wir leben in einer sexuell gebrochenen Welt, weil wir in einer geistlich gebrochenen Welt leben. Unsere horizontalen Wunden sind nur Ausdruck unseres vertikalen Scheiterns. Denn wir alle haben eine Quelle, aus der wir unendliches Glück und Freude bekommen könnten, einmal verlassen, nämlich unseren Schöpfer. Wir haben uns gegen diese Quelle, aus der wir wirklich Freude und Glück bekommen können, alle Tage unseres Lebens, auf sie haben wir verzichtet und etwas anderes genommen und tun es immer wieder. Und weil wir Gott, diese eine Quelle, die wir wirklich brauchen, verlassen haben oder auch immer wieder als Christen ignorieren, haben wir das Potenzial, das wunderbare Geschenk der Sexualität zu einem Fluch zu machen. Und wisst ihr, ich weiß genau, auch aus eigener Erfahrung, dass sexuelle Sünde einen isoliert. Weil man sich unglaublich dafür schämt. Weil es so weh tut, was man getan hat. Man spürt das ganze Versagen am eigenen Körper. Und das kann dazu führen, dass du wegläufst vor Jesus. Weil du denkst, mit diesem Dreck kann ich nicht zu ihm kommen. Das geht nicht, das ist zu dreckig. Weißt du, Jesus saß eines Tages in der Mittagshitze an einem Brunnen. Ein paar Momente später kam eine Frau zu ihm. Und es stellte sich heraus, diese Frau war absolut sexuell gebrochen. Komplett gebrochen. Und was denkst du, wie der sündlose, heilige Gott auf diese Frau reagiert? Geh mir aus den Augen. Das ist ja ekelhaft. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Wir denken so, Jesus müsste so reagieren, oder? Nein, er streckt seine Hand aus und sagt ihr mit meinen Worten, mein liebes Geschöpf, meine liebe Tochter, ich habe das Wasser, nach dem sich dein Herz wirklich sehnt. Ich habe Heilung für deine Wunden, ich habe Vergebung für deine Schuld. Bei mir darfst du endlich zur Ruhe kommen. Wir sind alle gebrochen. Und Jesus erwartet uns alle an diesem Brunnen, der er selber ist. Und ich will dich einladen, egal was dein verstecktes Versagen auch in diesem Bereich ist, komm zu Jesus damit.
Er will dich heilen und er wird dich heilen. Und du wirst bei ihm, nicht bei Sex, nicht bei einem Menschen, nicht bei irgendetwas anderes, endlich Heilung und Zufriedenheit finden. Komm zu Jesus. Wir sind jetzt am Ende dieser Predigtreihe. Und ich hoffe, dass diese Predigtreihe nicht einfach nur eine weitere Predigtreihe für dich und deine Ehe ist, sondern dass es etwas mit euch gemacht hat. Es hat etwas mit mir und meiner Ehe gemacht. Es hat mich immer wieder zum Nachdenken gebracht. Ich hoffe, das ist bei dir auch so. Wenn dir während dieser Predigtreihe Fragen aufgekommen sind, euch als Ehepaar Fragen aufgekommen sind, dann wollen wir euch die Möglichkeit geben, diese Fragen loszuwerden. Ihr werdet in den nächsten Tagen bei Church Tools einen Link bekommen. Da könnt ihr alle Fragen, die euch während dieser Predigtreihe gekommen sind, eintippen. Und dann werden wir euch die Möglichkeit geben, diese Fragen loszuwerden. Christina und ich wollen uns bereitstellen, nicht weil wir so viel Ahnung haben, sondern weil wir glauben, dass Gespräch notwendig ist. Wir wollen uns bereitstellen und versuchen, auf eure Fragen einzugehen. Vielleicht holen wir noch ein weiteres Ehepaar dazu. Und damit ihr das alle machen könnt, wird das per Zoom stattfinden. Ihr müsst also nicht mal einen Babysitter besorgen. Ihr könnt das von zu Hause aus machen. Nehmt das wahr, stellt Fragen, lasst uns im Gespräch bleiben. Ehen sind unglaublich wichtig für Jesus. Und das Zweite ist, auch heute gleich, ich bitte schon die Musiker nach vorne, werden wir gleich während des nächsten Liedes, werden mehrere Personen im Raum verteilt stehen und bereit sein, für dich in deiner Ehe oder für euch als Ehepaar zu beten. Und ich weiß, dass wir das als Gemeinde noch nicht so lange machen. Und dass das für dich vielleicht auch irgendwie komisch ist, Gebet in Anspruch zu nehmen. Das ist nicht komisch. Gebet ist so unglaublich wichtig. Du brauchst Gebet für deine Ehe. Ich brauche Gebet für meine Ehe. Und wenn ihr heute als Ehepaar da seid, fasst doch den Mut zusammen und geht auf eine dieser Personen zu. Christiane wird hier vorne stehen, Johann wird hinten im Feierraum stehen, Rita und ich werden dort stehen, Tobi wird hier vorne stehen. Geht einfach zu und lass für euch beten. Wenn du alleine da bist, dein Ehepartner ist nicht da und du leidest in deiner Ehe, lass für dich beten. Kämpf nicht alleine. Kämpf nicht alleine. Und wenn du heute hier bist und kein Christ bist und Jesus nicht kennst und gemerkt hast, boah, ich habe so viele Fragen, ich wusste gar nicht, dass Gott so ist, wie Rudi ihn da gerade beschrieben hat. Ich will diesen Gott kennenlernen. Dann komm auch auf uns zu oder komm nach dem Gottesdienst auf uns zu und stell deine Fragen. Gott segne dich. Amen.